So, kleiner Nachtrag. Beim Spielen ist mir ein bisschen was aufgefallen. Es gibt so Türen, mache ich mir einen kleinen Bug zunutze. Kann man nämlich in der Luft platzieren. Und Ecke, mir gedacht, kann die ja mich dicht an die Struktur flätschen. So. Und damit. So. Mir. Ups. Ein wenig Stallfeeling machen. Einbauen, sozusagen. So. Die richtige Höhe und den Abstand. Leider nicht. Zack, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ist auf jeden Fall ziemlich nette Geschichte, was man damit erreichen kann. So, genau. Muss die aber noch ein bisschen weiter rein. Müsst nur eine Menge Geduld mitbringen. Das ist A und O. Ja, bei allem in der Mod so. So. Dann kriegt man das auch so hin. Hat nur ewig gedauert. Ah, das ist jetzt eher suboptimal, aber sieht auf jeden Fall erstmal nice aus. Ich habe versucht, die tiefer zu kriegen, war nicht drin. Also lassen wir es so. So, nun aber endgültig. Bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, bewerten. Okay, lasst uns wieder eine Dope-Villa bauen. Den Spaß kennen wir. So, passt auf, wir hatten es beim letzten Mal. Ups. So gemacht, dass die Kiste da war. Das ist also dann hinten. Wenn wir es jetzt umgekehrt machen. Dazu picken wir erstmal das hier alles auf. Zack. Ups. Na? Pick up. Pick up. Zack. Hopp. Losgelassen? Ja, habe ich. Okay. So, die Kiste vorne ist also dementsprechend all. Auch so setze, wäre das definitiv falsch. Heißt, müssten wir so setzen. Das bringt nicht viel. Zurück. So wird's was werden. Zack. Ja, ob's das wird, ist eine ganz andere Geschichte, ne? So, 700 Bricks und so weiter. Das ist eine ganze Menge Stuff. Dann sehen wir uns zum nächsten Cut. So, meine kleinen Bauhelfer. Und die Villa. So sollte es stimmen. Was wir jetzt brauchen, ist das Villa-Vordach auf der 5. Und bitte lass jetzt mal richtig snappen hier. Tut's natürlich nicht, warum auch immer.
Bauteil für die falsche Villa? Eigentlich nicht. Nicht so, wie ich das sehe. Aber ich habe den Mist hier drin. Gut, passt halt immer noch nicht. Hab. Okay, das gleiche werden wir gleich nochmal machen. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir die nächste Villa fertig haben. Das wird diesmal die 2. Also, das ja. Ja, weiter geht's. Also Villa 2 und die Snap wieder Gott weiß wohin. Ach, dieses dämliche Ding. Ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich sie gelockt. Okay. So, Kosten wie gehabt. Alter Finne. Wird also noch was dauern. Bis später. Und Giftmischer. Also Bloody. Da Kira mit Taylor und allem Schnickschnack. Hier machen wir jetzt Schreiner und Blacksmith. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Erstmal Pflaster legen. Ach, das, jetzt kann man einfach rauslegen. Ist auch egal. Ups, das war falsch. Na komm. Danke. Zap. Zack. Zack. Hallo, Iron. Liegt ja voll in der Gegend rum. Beinchen. Stopp, 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 stopp. Jetzt noch einmal Pflaster. Und da nochmal. So. Platz ausgebaut. Iron, du voller Sack, komm mit. Nee. Drug Buddy. Ich leg den beim Giftmischer in die Ecke. Okay. Oh, kann es mal wieder Tag werden. So, okay. Pflasterlicht. Next Step. Starkes Tier. Das kannst du schleppen. 460. Touch. Pick up. Kann ich das erstmal. Also so viel Setch kann man im Notfall nicht aufheben. Setzen uns hier erstmal hin. Fetch. So. Z brauchst du im Iguanodon 27. Kriegen die Berufe endlich ihren Platz. Dieser große Heuballen, Bloody, ist der nur bei dir als Farmer zu lernen oder ist der allgemein lernbar? Ich glaube, das ist nur bei mir. Okay, kannst du dann irgendwann mal für die späteren Dino-Gehege ruhig mal, wenn du Zeit hast und Langeweile, 3, 4, 5 Stück machen?
Als Deko? Kann ich machen. Die sehen erstens gut aus und zweitens, wenn überall einer rumsteht, kann er uns Setsch machen. Ist ja Futter. Kostet ja nicht viel. Okay, das ist gut. 50 Fetch und 25 Fasern. Das ist tatsächlich günstig. Dann kannst du ruhig einen Zehner anschmeißen. Weil die sind coole Deko. Also ich fand's schön, so bei den Dino-Gehegen die Dinger rumstehen zu haben. Jawohl. Und dann ein paar kleine später dabei, die kann ja jeder lernen. Das sieht echt, gefällt mir. So, Igor, du bist jetzt überladen, das ist nicht schlimm. Ich brauche jetzt erstmal einen Blueprint für die kleine Dope-Villa. Ich mache nichts mehr außer die kleinen, ne? Ach, guck mal, geht. Zap. Und komm mit, Villa. Und erstmal bringen wir schnell die Kacke zum Farmer. Wupp. So. Jetzt die Villa, die immer noch Schiete zu platzieren sind. Du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. K-Modus. So. Genau, sind da gerade da. Was haltet ihr von dem Plätzchen? Da würde sie dann stehen. Wäre dann, wenn man so guckt, im K-Modus ungefähr die Mitte der Insel auch. Wir werden die ja komplett übernehmen. Passt oder weiter raus? Rein, meine ich, Richtung Zaun. Ja, plötzlich noch. Passt noch. Bitte? Ja, ich denke, es passt, oder? Okay. Nach rechts ist Platz, nach links ist Platz. Der Farmer braucht, wenn ich im K-Modus gucke. Ja. Sollte ja passen, dann hast du noch. Okay, dann platzieren wir sie da. Dann bleibt sie hier. Jetzt allen passt, satt? Ja. Passt? Passt. Okay. Passt. Also ich will das Teil noch immer nicht. Welches Teil? Wie heißt denn das, was du brauchst? Leinenfabrik. Was? Leinenfabrik. Leinen. L-I-N-E-N? Fabrik. Fabrik. Nein, dem nicht. Ich habe jetzt überall geguckt, ich finde das nicht. Da auch nicht, schau doch mal in dir selber. Habe ich schon. Blueprint. Das sieht aber aus wie die... Wie die? Naja. Wie die Stoffrollen oder Paketrollen oder wie man das sagt. Ja, genau. Richtig. Wie die, die ich dir eben gezeigt hatte, ne? Ja, in weiß halt. Ja, genau. Und an dem Webstuhl kannst du es nicht machen. Nein. Ja, dann musst du so einen Webstuhl wohl auch irgendwie noch bauen. Warte mal, wie heißt denn der Webstuhl? Such doch mal nach dem Namen. Das heißt Loom. L-O-O-M. Wie? Loom. L-O-O-M. Also Baumwolle wächst nur da, wo Rexe rumlaufen. Oh, sehr gut. Heißt, wir müssen echt eiern. Wo ist unser Erkunder? Der findet ja wirklich alles. No 20. Kollaps da raus und teste. Klebrig. Na.
60, 60 und 700 und 360 Schindeln. Und für das andere, was ich hier habe. Herstellen. Okay, so. Kann es nicht mal wieder regnen? Ich würde gerne wieder Klee herstellen. Habe ich vorher kurz ein bisschen was. Aber du hast noch ich 25 Klee im Schrank. Ne? Ja, ja, und hier sind noch 2, 4, 6, 8, 10, 1100. Ich hätte jetzt auch für jeden Pfandglas. Das ist cool. Das ist cool. So, davon brauche ich jetzt mal locker 10 Stück. 10, zack. Ach, da sind noch welche. Roof. Und nochmal 100, das ist super geil. So. Drop. Ach, mit dem Kochen, was du versucht hattest, Bloody. Das Ei als allerletztes rein. Okay. Dann soll es wohl funktionieren. Oh, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja. Also wenn du auch mal Zeit hast, mal nach einem Wooden Toolbox herstellen. Wooden Toolbox? Ja, genau. Kein Problem. Brauchst du so ein Kit, ne? Nee, ist einfach nur Wooden Toolbox. Liegt ja, okay. Im Carpenter. Wooden Toolbox heißt das. Liegt jetzt im Carpenter. Ja, die brauche ich immer, um die Toolkits herzustellen für den Blacksmith und. Ja, das brauche ich, damit ich so ein Saat-Analyse-Ding machen kann. Mhm. Mit besseres finden. Mhm. Ja. Wahrscheinlich wächst dann noch besser und mehr. Cool. Hast du gefunden? Ja. Super. Na, die meisten Sachen gehen jetzt mittlerweile instant. Fehlen höchstens immer nur ein paar Ressourcen. Wenn man irgendwas craftet und braucht, immer dranbleiben. Platz, was suchst du? Kann ich helfen? Nö. Oh, cool. Ich habe mir da jetzt nur die Kupferwerkzeug rausgenommen. Cloud. Kupfer, wir haben auch Bronze. Ja, macht ja nichts. Doch, ist viel, viel besser. Aber gut, Kupfer muss ja auch weg, wenn du nicht willst. Wenn es kaputt ist, kannst du es wegschmeißen, zumindest nach der Zeit im Kenntnisstand. So. Das Feige wurde mir sowieso geklaut. Meine Clay Bricks. Clay Brick. Stone Brick. Hat man gerade irgendwas? Gute Rüstung kann ich leider noch nicht dienen. Nee, das ist das, was wir im Moment brauchen. Und Rope. Flachs, ja, bisschen Flachs gibt es ja hinten zum Anbau. Vielleicht kriegst du schon ein, zwei Seile daraus. Das wäre ja schon mal was. Nee, da brauche ich 25 für. Ja, da ist gerade nichts mehr drin. Noch eins oder so. Also. Ich hatte ja schon rausgenommen. Achso. 8 Stück waren drin. Und 25 brauche ich fürs Seil. Ah, ja. Fresh Clay Brick. Mal wieder einen neuen Schaber. Ja. Yeah. Direkt 2.
wollten wir sonst gerade machen? Rück. Keine Ahnung. Ja, das, was du so brauchst in deinem Berufen. Ansonsten können wir ja auch gleich mal gucken, dass wir Winterkleidung hinkriegen. Wer macht die eigentlich oder muss die jeder skillen? Ich hab die auch. Oder? Die kann theoretisch jeder machen. Aber ich könnte tatsächlich, Schatz, wenn du gerade nichts hast, hinter der Hütte, die entsteht, kannst du mir ruhig ganz dicht am Zaun 3-4 Lagerfeuer setzen. Okay. Drei wegen. Oh, keine Steine mehr wegschmeißen. Fresh Clay Brick. Ob ich das denn jetzt da reingetan? Egal. Drop. Oh, im Bau gab's noch Nachwuchs. Bloody hat Demo-Eier ausgebrütet. Okay, 2, 3, 4, 5. Ab 170. Du bist so fresh. Bist du ja nicht gebacken. Aha. Hab. Neue Form brauche ich da auch gleich wieder. Nee, 2. Ah, Fleisch sehen sie gut aus. Ah, Fleisch. Da. Ja, am liebsten sollen die auf Fisch essen. Echt? Mhm. Die muss mal gemacht haben, Babys. Da gab's noch kein Fischfleisch. Ja, arg. Okay. Kein Tier im Weg. Alles gut. Stückzahlen checken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 360. Okay. Super. Und. Wird leer. Oh, Schäbelip. Ja, man sollte auch nicht am Haus stehen. Dann geht's nur noch so. Okay. Hast du das Vordach noch, Schatz? Ja. Dann gucken wir, ob das hier dran snappt. Falls es richtig snappt, aber nicht auslösen. Die Demos werden dann im Weg sein. Ja, ich weiß. War mir schon klar. No. Ne. Okay. Adobe. Wooden Door. 20 Lumber. Also 40 Lumber. Lumber. Kannst du, wenn du willst, in den Topf da legen? Hm? Neben dem Lagerfeuer ist ein Topf. Kannst du da reinlegen? Ah, dope. Bei mir hinterm Haus, ne? Ah. Dankeschön. Fensterläden gibt's leider nicht. Also die Fenster sind wohl immer offen. Oder ich habe sie nicht gefunden. Guck ich mir das auch nochmal an.
Ja, die snappt immer rein, ne? Ja. Ich habe mit dem Mausrad gedreht, aber das schnappt auch anders. Beste, was ist es so, aber das ist trotzdem schief. Mhm. So, wenn es jetzt noch nach vorne snappen würde, es snappt, ist gerade auf der richtigen Position, aber... sich einfach nicht drehen. Das ist irgendwie horizontgerichtet. Mhm. Schatz, ab zum Leben. Es regnet. Ja. Ich glaube, das ist einfach für die falsche Villa, obwohl da steht Villa 1. Mhm. Ja, pop, 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 pop. Zack, zack, zack. Wenn es regnet, wird der Klee gemacht. Dum, 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 dum. Zack, zack. Nein, ich flieg mein Fisch weg. Fisch weg? Ja, mein Fisch fliegt weg. Ach so. Mein toter Fisch. Ah. Aus dem schon aus 70 schon rausgeholt, der ist noch da. Ui. Das ist natürlich was, was sich lohnt. Gerne habe ich zum Essen drin. Clay, 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 Clay. Clay, 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 Clay. Hi, Para, bleibst du mal kurz? Kannst du mal kurz stehen? Ja, vielleicht haben sie genug. Ist der Tisch hier im Wald wieder voll. So. Okay, okay, okay. Ja, die kleinen Villen sind optimal als Crafting-Hütten, finde ich. Ah, muss da noch Forge, die kann man nämlich, glaube ich, nicht aufpicken. Nope. Was? Without, ne. Noch eine Forge. Clay und Plant String, das geht alles. Verhungern werden sie mal nicht. Nee, das denke ich auch. Zack, zack, zack und rüber. So, Plant Strings. Im. Wer bist du? Craft Tools? No. Das ist die andere Sau. Kraftressourcen. Plant Strings. Forge. Dann noch eine Kokille. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Das ist sie denn? Das ist sie denn? So tief unten war die aber nicht. Kokille. Okay, da ist sie ja. Kokelkin. Da. Kokelkin. Craft. Da. Upwatch. Weiß ich nicht, ob die Damage macht an Dinos. Hat sie mal Salz gegessen. Und auch Mineral. Ach, Salz kannst du essen? Ja. Okay. Weil es nicht alles gibt. Mhm. Und auch irgendwie Mineralien. Ja. Okay, Forge. Die Kokille eher ungern da. Ach, die ist so billig. Kann man im Notfall auch wegruppen. Also wenn du Mineralmangel hast. Ist halt. Ja.
Cool. So, guck hier. Soweit, so gut. Ja. Geht's los. Entschuldigung. Den Tischen. Pickup Blacksmith. Ui, pfui. Zack, Blueprints ausschalten. Das ist der Carpenter. Blacksmith. Carpenter, Blacksmith. So. Na komm. Igor, steh nicht im Weg. Ja, die war, sagtest du, kriegt man das Karton her? Was? Man wo hast finden. Du gesagt, kriegt man Karton? In den. Ja. Da, wo Rex rumlaufen. Da, wo Rex rumlaufen. Mhm. Das sind so kleine Pflanzen auf dem Boden. Haben 50 Schläfe, die kannst du ausnehmen, entweder ist Saat drin oder Baumwolle. Wer weiß es sogar. Okay, passt. Ja, wo laufen die Rechse? Redwood hier oben am Anfang, am Ende von der Anfang vom Eisgebiet. Mhm. Cardo Island. Mhm. Island, ja genau. Ich schwimm mal eben rüber, ne? Ja, das kann ja sein. Man weiß ja nie. Wohl, naja, auf der Krawallspitze war auch nicht unbedingt viel los. Naja, da war aber auch ein Rex. Ja, als wir erstmal hochgingen, da waren da oben ein paar Vögel, Karno. Ja, wir haben ja ausgelöscht. Bin runter. Ein paar Stunden wieder hoch, waren da zwei Rexe und ein paar Vögel. Ja, dann haben wir die Mücke gemacht. Danach bin ich später wieder hier hoch, bevor ihr kamt. Mhm. Da waren da oben ein Rex, eine Aluherde und ein paar Vögel, Skorpione, Sabertooth. Es wurde immer mehr. Ja. So, zack. Oh, das ist sogar gut gesetzt. Okay, das kriege ich nicht mehr rein, aber das kriege ich bloody. Dann brauche ich dafür, genau, Firewood. Aber erstmal Small und Large. Ich denke, Small reicht. Wenn sie ist, kann man ja mal hochgucken, ob das ist. Ich muss sowieso hier hoch wegen Kristallen. Untertags, würde ich sagen. Sowieso, ja. So, Craft One. Ja. Zack. Wir müssen wieder kokillen. Na, Dimos. Wie geht es euch? Sehr gut. Wachsen wir dahin. Ja. Ach Mensch, echt jetzt. Das Iron Maiden, Iron Man, so. Ja, das wäre doch mal ein Versuch wert. Ach Mist. Ne, falsche Richtung. Pick up. Perfekt. Auch von innen sitzen. Nee, warte mal, so rum ist schon richtig. Ich glaube, die gehen da nicht dran.
Was ist denn jetzt hier? Los. Warum gehst du da nicht? Dumm Ding, du. Mach doch mal, was man dir sagt. Okay, das war wohl zu weit drin. Die ist verloren. Das geht. Okay. Okay. Damit könnte man sich auch so kleine Dino-Ställe sozusagen ans Haus anfletschen. Idiot.